Entschuldigen Sie, wie komme ich zu diesem Ort? Oh, es ist gleich um die Ecke. Sehen Sie das Schild des Lebensmittelladens? Das rote? Ja, sobald Sie das Schild sehen, biegen Sie rechts ab. Es ist gleich dort. Genau da? Ja. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich hoffe, er hat es verstanden. Ich war besorgt, als ich ihn weggehen sah, aber er bog nach rechts ab, wie ich sagte. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn ich ihm folgen würde, aber dann, genau in diesem Moment, hörte ich eine laute Hupe. Aha. Alles sah aus wie in Zeitlupe und ich weiß noch genau, was los war. Die grüne Ampel, das Auto, das auf mich zukam, das überraschte Gesicht des Fahrers, meine dumme Stimme, das ist genau das, was passiert ist. Der Aufprall dauerte weniger als eine Sekunde, genau wie der Schmerz. Sei vorsichtig! Das Auto krachte über die rote Ampel. Das gibt's nicht! Was ist hier los? Geht es Ihnen gut? Wir haben schon einen Krankenwagen gerufen. Ich sah eine schöne Frau, die sich Sorgen um mich zu machen schien, als ich spürte, wie mein Bewusstsein aufschwand. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Es war wie ein PC, der gewaltsam ausgeschaltet wurde. Mein Bewusstsein erlosch sofort. Hey, halten Sie durch! Ich konnte hören, wie mich jemand aus der Dunkelheit heraus anschrie. Ich sah meinen Namen, Norihito Harada, auf dem Namensschild des Zimmers stehen. Mit anderen Worten, ich war in das Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Auto hatte die rote Ampel übersehen und war in mich hineingekracht. Es war keine große Sache oder so. Ich habe das Bewusstsein verloren und mir den Kopf ziemlich schwer angeschlagen. Also haben sie mich untersuchen lassen. Das ist alles. Ich war nur für ein paar Tage im Krankenhaus. Sie haben mir im Nachhinein alles Mögliche erzählt, sodass ich nicht wirklich das Gefühl hatte, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Harada-san, Infusion! Erika-san! Warum sehen Sie so glücklich aus? Hä? Ich weiß nicht. Sie sind nicht merkwürdig, oder? Als ob Sie einen Nadelfetisch hätten. Niemals. Ich hasse spitze Dinge. Sie sind ein Mann, also sollten Sie wenigstens so tun, als wären Sie hart. Es wird nur eine Sekunde dauern. Müssen Sie auf die Toilette? Nein, es geht schon. Alles klar, kleiner Piekser. Sicher. Mist, noch einmal, hä? Ja, sicher. Hä? Es geht nicht rein. Noch einmal. Klar. Entschuldigung, kann ich es nochmal versuchen? Sicher, nur zu. Endlich, wir haben einen Zugang. Ich danke Ihnen. Genau das sollte ich sagen. Tut mir leid, das muss wehgetan haben, oder? Ist schon gut, es hat überhaupt nicht wehgetan. Sie müssen nicht nett sein. Ich weiß, dass ich nicht sehr gut darin bin. Das sagen auch meine Freunde. Sie sagen, ich sei nicht geeignet, um Krankenschwester zu werden. Das finde ich nicht. Es passt zu Ihnen. Was passt? Die Uniform. Für mich sehen Sie wie eine Krankenschwester aus. Ist das die Wahrheit? Natürlich ist es das. Okay, dann nehme ich das mal als Kompliment. Das sollten Sie auch. Sie haben mich gerettet, oder? Ah, der Arzt hat sich um Sie gekümmert. Nein, Sie haben den Krankenwagen gerufen, als ich überfahren wurde. Oh ja, das war ich. Sie wussten es? Es sah so aus, als hätten Sie sofort das Bewusstsein verloren. Ich habe Ihre Stimme gehört, um ehrlich zu sein. Sie haben mich immer wieder ermutigt, mir gesagt, ich solle durchhalten. Sie haben mich überrascht. Ich wollte nur ein paar Drinks nehmen, bevor ich nach Hause fahre. Und dann passiert vor meinen Augen dieser Unfall. Ja, ich bin ehrlich. In Bezug auf was? Sie sind wirklich gut für Ihren Job geeignet. Ich danke Ihnen. Auch die Spritze. Es hat wirklich nicht wehgetan. Okay, nun, das freut mich zu hören. Ja, es war wirklich gut. Nachdem meine Infusion fertig war, war mir langweilig, also beschloss ich, im Krankenhaus herumzulaufen. Alles tat irgendwie ein bisschen weh, aber sonst war nichts passiert. Was bedeutete, dass ich nicht auf dem Bett herumsitzen sollte, da ich immer noch in meinen 20ern war. Ich dachte, ich würde nach oben gehen und ein paar Snacks und Getränke kaufen, um mich zu entspannen.
Es war, als wäre ich wieder in der Highschool. Das Wetter war wunderbar. Ich stieg die schwach beleuchtete Treppe hinauf. Im Treppenhaus konnte ich nur meine Schritte hören. Auf dem Dach des Gebäudes sah ich einen einzeln vertrauten Rücken, der in die Ferne starrte. Es war nicht so, dass ich nach ihr suchte, aber als ich ihren Rücken sah, spürte ich, wie mein Herz vor Aufregung raste. Erika-san! Oh, hey Harada-san, ist Ihre Infusion fertig? Haben Sie gerade Pause? Ja, sowas in der Art. Wenn Sie wollen, können Sie ein paar Snacks mit mir essen. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Sie haben mein Leben gerettet. Das ist ein bisschen dramatisch. Ist es das wirklich? Ja, sehr dramatisch. Oh, die mag ich. Ja, die sind ziemlich gut, was? Ich werde wirklich alles davon essen. Nur zu. So gut wie in meiner Erinnerung. Wissen Sie, ich habe mich gefragt... Was ist denn los? Nun, sind Sie verärgert oder so? Hm? Merken Sie das? Ich weiß nicht, es scheint nur so. Tut mir leid, wenn ich mich täusche. Nein, Sie irren sich nicht. Was ist denn passiert? Das ist keine große Sache. Umso mehr ein Grund, sich zwanglos darüber auszulassen. Und warum? Wenn es ein großes Problem ist, hilft es vielleicht nicht, darüber zu sprechen. Aber wenn es keine große Sache ist, kann es Ihnen helfen, Ihre Gedanken zu ordnen. Glauben Sie das? Es ist wirklich keine große Sache. Dann erzählen Sie weiter. Ein alter Mann, der uns schon lange begleitet hat, ist gestorben. Ich will mich nicht daran gewöhnen, aber wenn ich es nicht tue, werde ich deprimiert sein, verstehen Sie? Es ist ja nicht das erste Mal. Stimmt. Aber ich war die Letzte, die seinen Tropf angelegt hat. Ich brachte seine Infusion immer wieder durcheinander, so wie ich es bei Ihnen getan habe. Ich habe mich immer wieder entschuldigt, aber ich habe es einfach weiter versaut. Aber er wurde nie sauer. Es sollte eigentlich wehtun, aber er sagte ständig, es sei in Ordnung. Ich habe ihn dazu gebracht, wirklich nett zu mir zu sein. Das war die letzte Erinnerung, die ich mit ihm hatte, also fühle ich mich ein bisschen schlecht. Das war's. Sehen Sie, keine große Sache, richtig? Ich meine, ich bin sicher, dass ein Zugang besser ist, wenn man ihn einmal macht, aber... Ich weiß. Aber ich glaube wirklich nicht, dass er wütend war. Ich nehme es nur an, aber... Warum? Sie sehen nämlich immer so ernst aus, wenn Sie versuchen, die Infusion zu verabreichen. Aber wenn es nicht klappt, ist es sinnlos. Ich meine, ja, es beim ersten Versuch zu schaffen ist wichtig, aber... Es ist Arbeit, wissen Sie? Da kann ich nicht lügen. Aber wir sind alle Menschen, verstehen Sie? Wir müssen jemanden berücksichtigen, der sein Bestes gibt. Wir verstehen, wie sehr Sie den Erfolg wollen. Glauben Sie das? Ich hoffe es. Außerdem sind Sie sehr hübsch. Was? Männer sind schwach gegenüber schönen Frauen. Ich bin sicher, er wird Ihnen verzeihen. Sie haben sich so bewundernswert verhalten. Aber jetzt lächeln Sie. Es ist besser, ihn mit einem Lächeln zu verabschieden, als mit einem verärgerten Blick. Ein schönes Mädchenlächeln ist das beste Geschenk. Machen Sie sich über mich lustig? Nein, gar nicht. Ich weiß nur, was ich empfinde. Diese Wolke ist wie Eiscreme. Fast Sommer, was? Ich kenne einen guten Eisladen. Wo ist der? Es ist direkt vor der Haltestelle. Ah, ich denke, ich werde es mir ansehen. Das sollten Sie. Ich empfehle den Matcha-Geschmack. Nee, Sie müssen die Vanille nehmen. Es gab einen langen Kordenstreif am blauen Sommerhimmel. Wir schauten zu den Wolken hinauf, als wären wir ein paar Idioten. Hey, wie geht's? Oh, hey, Ogaki. Du wurdest von einem Auto angefahren, was? Du hast wirklich Pech gehabt. Eine Kollegin von mir tauchte in meinem Zimmer auf, als ich gerade las. Tut mir leid, ich bin mir sicher, dass du viel von mir abbekommen hast. Ich konnte dich nicht einmal besuchen, weil ich deine Arbeit zu Ende bringen musste. Wie lange dauert es, bis du aus dem Krankenhaus kommst? Das tut mir leid, ich werde Ende der Woche raus sein. Ich sag dir was, eine Woche Mittagessen und wir sind quitt. 3 Tage. Dann will ich auch noch ein Stück Kuchen.
Dann eine Woche. Perfekt. Harada-san, ich habe ein paar Snacks von Verwandten bekommen. Möchten Sie mit mir essen? Oh, hallo. Hallo. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass er Besuch hat. Ach, das macht doch nichts. Hey, du hast mir nicht gesagt, dass es hier eine schöne Krankenschwester gibt. Versuch nicht, deinen Aufenthalt absichtlich zu verlängern. Das würde ich nicht tun. Du hast keine Ahnung, wie oft ich dich zum Mittagessen einladen musste, wenn ich das täte. Du darfst eine Woche lang mit mir zum Mittag essen. Du solltest dich freuen. Wir essen immer zusammen zu Mittag. Komm schon, ich will mich entspannen, während wir Pause haben. Ich habe keine Lust, mich mit alten Knackern rumzuschlagen. Oh, ich gehe dann mal. Ihr zwei könnt das hier essen. Was ist mit Ihnen? Oh, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch etwas erledigen muss. Ich komme später zurück, um mit deinem Zugang zu beginnen. Bye! Ich glaube, ich bin zur falschen Zeit aufgetaucht, oder? Ist schon gut, ich werde es klären. Im Ernst, versuch nicht, deinen Aufenthalt zu verlängern. Was? Hast du mich vermisst oder so? Wenn du nicht zurückkommst, kann ich nicht auf der Arbeit faulenzen. Ich will mich ausruhen, ich bin gestresst. Ja, ich fühle mich deswegen wirklich schlecht. Das ist gut, du solltest dich schlecht fühlen. Aber danach hatte ich keine Gelegenheit mehr, mit Erika-san zu reden. Perfekt, ich habe es heute zum ersten Mal geschafft. Erika-san. Rufen Sie eine der Krankenschwestern, wenn der Tropf vorbei ist. Sicher. Wo ist Erika-san? Erika? Sie hat gerade Pause. Ich frage mich, wo sie ist. Gibt es ein Problem? Ich kann Ihnen helfen. Oh, das ist keine große Sache. Wirklich? Ja, tut mir leid, Sie zu stören. Der Tag der Entlassung rückte näher. Sie werden morgen entlassen. Ich bin froh, dass Sie sich gut erholt haben. Erika-san? Das ist Ihre letzte Infusion. Ich habe es heute auch gleich beim ersten Versuch geschafft. Entschuldigen Sie bitte. Warum gehen Sie mir aus dem Weg? Ich gehe Ihnen nicht aus dem Weg. Hören Sie auf zu lügen. Ich lüge nicht. Ihre Ausdrucksweise. Hä? Sie sind völlig im Arbeitsmodus. Was soll das heißen? Ich arbeite natürlich. Habe ich etwas gemacht? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Also ist da etwas. Tut mir leid. Nein, das ist es nicht. Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen wegen Ihrer Freundin, wenn ich zu viel in der Nähe bin. Ich habe aber keine Freundin. Hm? Wer war das Mädchen, das vorher da war? Oh, das ist nur eine Arbeitskollegin. Ihr beide schient euch aber gut zu verstehen. Sie ist einfach gut darin, mit Männern befreundet zu sein. Sie hat einen Freund. Sie gibt immer mit ihm an. Es ist fast schon nervig. Oh, ich verstehe. Entschuldigung, ich habe mich nur geirrt. Irrtum? Hm? Sie waren nicht eifersüchtig. Aber nein, nein! Tut mir leid, ich kann Sie nicht hören. Ich sagte, ich weiß es nicht. Es ist noch ein Tag, Sie müssen sich ausruhen. Da ist sie ja. Was? Sie wollen diese Version von mir, oder? Ja, ich will die entspannte Erika. Sie werden morgen vor dem Mittagessen abreisen. Sicher, werden Sie hier sein? Morgen, ja. Ich werde bis ungefähr mittags arbeiten. Ach so, dann haben Sie danach frei? Ja, klar. Wie wäre es dann, wenn ich Sie zum Dank zu einem Date einladen würde? Ein Date? Oh, wenn Sie nicht wollen, ist das in Ordnung. Wissen Sie, ich möchte das Eis von neulich kaufen. Nein, ist schon okay. Sind Sie sicher? Okay, dann sehen wir uns morgen. Natürlich, wir sehen uns dann. So hatten wir ein Date. Tut mir leid, dass du warten musstest. So glänzend. Was ist? Ich sehe dich zum ersten Mal ohne deine Uniform. Du siehst toll aus. Oh, das ist wahr, hä? Huh?
Du sahst in deiner Uniform gut aus, aber du bist auch in normalen Klamotten sehr hübsch. Wie kannst du so etwas sagen, als wäre es nichts? Und? Wo ist der Laden? Oh, es ist gleich hier drüben. Folge mir. Hey, warte! Was ist denn? Komm schon, du solltest meine Hand halten. Heute ist ein Date. Okay, Entschuldigung. Schon gut. Komm schon, lass uns gehen. Los geht's. Ich bekam das normale Matcha-Eis und sie das Vanille-Eis. Danke für das Eis. Klar, greif zu. Es ist so gut. Es ist süß, aber nicht überwältigend. Nicht wahr? Hey, dein Matcha-Geschmack ist auch gut, oder? Ich mag das hier lieber, wie ich schon sagte. Ah, ich verstehe. Dann, Warum machst du deinen Mund auf? Gib mir ein Bissen. Oh, ich verstehe. Hier, bitte sehr. Oh, der ist gut. Das ist sogar besser als die Vanille. Sagte ich doch. Hey, lass uns tauschen. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Okay, klar. Nimm es. Dankeschön. Hier hattest du den Unfall, richtig? Ja, wer hätte gedacht, dass das Auto bei Rot über die Ampel fährt, was? Weil du nicht aufgepasst hast. Das stimmt nicht. Doch, hast du. Du hast absolut nicht aufgepasst. Ha? Ich hab zugesehen. Du hast mit den Fremden gesprochen und ihnen geholfen, richtig? Dann hast du diese Person beobachtet, um sicherzugehen, dass er den richtigen Weg geht. Das ist mir peinlich. Warum? Ich wirke irgendwie dumm. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nett. Wenn ich die Infusion vermasselt habe oder verärgert war, hast du immer etwas Nettes zu mir gesagt. Das ist keine große Sache. Ah, ich verstehe. Es ist also keine große Sache für dich. Ja, für mich schon. Für mich ist es eine wirklich große Sache. Kann ich dir eine alte Geschichte erzählen? Klar, natürlich. Danke. Ich mochte jemanden, weißt du? Vergiss es, ich will es nicht hören. Halt die Klappe, hör zu. Es ist nun schon Jahre her, aber er war ein Klassenkamerad von mir, als ich noch zur Schule ging. Und er versuchte immer zu helfen, wenn er jemanden sah, der Hilfe brauchte. Er hat mir zugehört, wenn ich Hilfe brauchte. Klingt, als ob er ein guter Kerl war. Ja, er war wunderbar. Aber weil er so wundervoll war, gab es eine Menge Mädchen, die sich für ihn interessierten. Und das einzige Mädchen, das ihn um ein Date bat, heiratete ihn schließlich. Ich verstehe. Er ist so ähnlich wie du. Dann bist du sicher auch sehr beliebt. Ja, nicht wirklich. Nein, definitiv ja. Aber deshalb dachte ich mir, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um mit dir zu reden. Es war ein Glücksfall für mich. Wie meinst du das? Du hast keine Freundin, richtig? Ja. Siehst du? Perfektes Timing. Ich will nichts mehr bereuen, also werde ich es dir jetzt sagen. Warte, Moment mal. Nö, kein Warten mehr. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt, als ich dich das erste Mal sah, nachdem du diesem Fremden geholfen hattest. Und dann warst du immer herzlich zu mir. Ich habe mich mehr und mehr verliebt. Ich mag dich sehr. Bitte geh mit mir aus. Verdammt, das wollte ich auch gerade sagen. Hey, das ist nicht die Art, wie man reagiert. Oh doch, ich mag dich auch. Wahrscheinlich vom ersten Moment an, als ich dich sah. Wirklich? Ganz im Ernst, ist es dir nicht aufgefallen? Ich meine, ich konnte sehen, dass du zumindest interessiert warst, aber... Es ist Liebe auf den ersten Blick und je mehr ich dich kennenlernte, desto mehr verliebte ich mich in dich. Dann lass uns zusammen sein. Ja, gerne. Lass uns nächste Woche wieder ein Date haben. Ich kann vielleicht eine Zeit lang nicht. Ich bin sehr beschäftigt mit der Arbeit. Wie bitte? Das tut mir leid. Ach, was soll's, aber du verbringst heute besser den ganzen Tag mit mir. Ja, natürlich.
Wir fingen an zu laufen. Ich schaute mich um sicherzugehen, dass ich nicht in einen weiteren Unfall verwickelt wurde.